Ja, hallo. Heute möchte ich euch mal was zum Thema Diebstahlsicherung am Fahrrad erzählen. Wir haben immer so überlegt, wenn wir nachts die Fahrräder auf dem Campingplatz abstellen, wie könnte das am effektivsten sein? Schließen die zwar ab an den Cruisern, an den Anhängern, ja, aber irgendwie reichte uns das nicht. Dann haben wir überlegt, vielleicht noch eine zusätzliche Alarmanlage, also die in einem Schloss integriert ist. Aber da haben wir uns dann mal so umgeguckt und die sind auch schon ziemlich klobig, schwer und liegen im Preis so zwischen 150 und je nach Länge bis 250 Euro. Das wollten wir dann doch nicht dafür ausgeben. Und dann sind wir auf diese Alarmbox gestoßen. Die ist auch von der Firma Abus. Nennt sich auch Abus Alarmbox. Ist batteriebetrieben. Hier hinten, man kann die Batterie auswechseln und wird dann praktisch ans Fahrrad angebracht und mit dem Schlüssel aktiviert, mit dem Knopf gedrückt und dann ist die aktiviert. Dann sendet die ersten Bestätigungstonen aus. So, und wenn das Fahrrad dann einmal bewegt wird, ertönt ein schriller, lauter Ton, was ich zwei oder dreimal, sodass ein Dieb dann schon mal abgeschreckt ist. Sollte das Fahrrad weiter bewegt werden oder da dann rummanipuliert werden, dann geht das Ding los. Und laut Beschreibung sollen das 100 dB sein. Und ich kann nicht sagen, das ist laut. Das ist ein schriller, lauter Ton, der nicht zu überhören ist. Also das Ding nachts auf dem Campingplatz und man hat den ganzen Platz wach. Oder beziehungsweise fliegt selber aus dem Bett. Das ist nicht zu überhören. Ja, und wie das im Einzelnen funktioniert, das werde ich euch jetzt mal vorstellen. Wir haben hier eine Halterung. Die Platte, die wird hier mit Schellen angeschraubt. Das ist auch alles im Lieferumfang enthalten. Und dann, da kommt die Alarmbox dann praktisch drauf. So, man benötigt den Schlüssel dazu. Ne? Hier verriegelt sich das Ganze und öffnet sich das Ganze. Hier befindet sich die Batterie drin. So, und dann wird das ganze Ding einfach nur hier drauf geschoben. So, und wird abgeschlossen. Dann können wir den Schlüssel abziehen. So, und jetzt ist das ganze Ding noch nicht aktiviert. Um die Alarmbox zu aktivieren, drücken wir jetzt einmal diesen schwarzen Knopf hier und dann kommt der Bestätigungston. Dauert ein paar Sekunden. So, jetzt ist das ganze Ding scharf geschaltet. So, wenn jetzt jemand kommt und das Fahrrad bewegt, sendet ihr erst einen Warnton aus. Ja, das sollte ein Dieb schon abschrecken. Wenn ich jetzt weitermache, geht das Ding los und lässt sich dann praktisch nur hier mit diesem Schlüssel wieder ausschalten und deaktivieren. Das ist schon laut, ne? Und aus. Sonst habe ich hier gleich die ganze Nachbarschaft wach. Beziehungsweise gucken die dann aus dem Fenster. Ja, und das ist es an sich. Um das wieder abzunehmen eben, also hier kann man wieder aktivieren. Dreh den Schlüssel um, nimm das ganze Ding raus und kann das wieder in die Tasche packen. Ganz schön laut, ne? Klingeln eigentlich die Ohren. Ja, wie gesagt, dieses Teil hier, dann gibt es auch noch eine zweite Ausführung von, wo man hier praktisch noch ein Schloss einbringen kann. Und das ist handlich, ja, praktisch. Der Preis liegt so um die 40 Euro. Und das lohnt sich wirklich. Also man hat schon ein beruhigendes Gefühl.
Und das möchten wir dann auch nicht mehr missen. Ist ein Stück Sicherheit. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis demnächst.